Die Namen hören sich alle an wie Essen. True. Okay, wir haben hier drei verschiedene Leichen. Das ist die Computergrafik eines Organs von dieser Leiche hier. Die vielen Linien kennzeichnen die Einschnitte in der Kopfhülle. Aber nicht nur die Anzahl der Schnitte ist das Erstaunliche. Sieh dir das mal an. Alle Schnitte wurden gleichzeitig ausgeführt. Die menschliche Hand ist dazu nicht schnell genug. Und genauso wurde es mit allen Organen gemacht. Das wurde gleichzeitig ausgeführt? Bitch, what? Das ist ja wirklich einfach von Menschenhand nicht möglich. Ich werde mal einmal ganz kurz noch eine Taste auf mein Stream Deck legen. Und zwar, dass ich quasi Hotkey zensieren kann. Dann kann ich schneller reagieren, falls irgendwas passiert. Report. Zensur. So. 1A. Gucken wir uns diese Leiche an. Ich habe die Nerven dieses Opfers freigelegt und sie an einen Simulator angeschlossen, um die Attacke nachzuvollziehen. Sieht aus, als hätte sie eine Granate verschluckt. Ist das nicht pervers? Manchmal ist das echt komisch mit dem Sounddesign, dass plötzlich die Stimmen so leise sind. Sieh dir diese Schnitte an. Nicht ein Zentimeter Abweichung. Als wäre eine Naht aufgetrennt worden. Ein Mensch kann das nicht gewesen sein, weil ein Mensch nicht die Kraft hätte. Es ist nicht nur die Kraft, sondern die Präzision. Der Schnitt geht durch Haut, Muskeln und Knochen. Unmöglich, das so sauber hinzukriegen. Und was auch verrückt ist, es gibt keine Spuren von Fasern in der Wunde. Kannst du mir mal verraten, wie man jemanden durch die Kleidung aufschlitzen kann? Ohne dass auch nur eine einzige Mikrofaser in die Wunde kommt. Stimmt. Da müsste doch safe eine Mikrofaser reinkommen, gerade wenn du durch die Kleidung durchschneidest. Thomas ist Twitch-Tossmeister. Jawohl. Was war das für ein Voice-Crack-Lachen? Hilfe. Danke sehr. Ich bin nur trotzdem gerne mal auf der sicheren Seite. Bevor da irgendwann mal ein Bann reintrudelt. We don't like that hier in Braintown. Okay, wir konnten uns aber ein bisschen Infos mitnehmen. Und ich würde sagen, wir gehen dann einfach mal in die Lobby und gucken uns in den anderen Orten um, die es noch gibt. Weil wir haben noch sehr, 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 sehr viel zu erkunden. Keine Sorge, da gibt es einiges. Wir können vielleicht an der Rezeption nochmal fragen. Letzter Zeit bin ich immer mega hilfreich. Ey, Tree Rider. Ist so. You are my fire. Oh Gott, die guckt schon wieder so creepy. Wollen Sie mich? Was sagten Sie? Was wollen Sie dann? Nur ein paar Antworten auf ein paar Fragen. 5547786. Toll, nur so war das nicht gemeint. Ich wollte Sie was anderes fragen. Ich muss meine Freundin besuchen. Sie liegt im Koma. Entschuldigen Sie mich. Bin gleich wieder da. Wir sehen uns. Nein, ehrlich, hat er dir das wirklich gesagt? Ach, wirklich? Nein, das ist ja ein Ding. Bleib dran. Warte, bleib dran. Sorry, Süßer, bin sehr beschäftigt. Aber ich habe gleich Pause und wenn Sie daran interessiert sind, sich mit jemandem rumzutreiben, der nicht im Koma liegt. Hallo? Da bin ich wieder. Ja. Nein, also das haut mich um. Meine Freundin liegt im Koma. So, ich mach doch nicht jetzt mit dir rum. Da? Zu wild. Freunde, nicht vergessen zu speichern. Wichtig, wichtig. Bevor das Spiel noch abstürzt. We don't want that. Also, wir waren im Tribeca Center. Wir waren noch nicht im Landhaus. Wir waren im Polizeirevier. Wir waren noch nicht in der Redaktion. Warum kommt das denn jetzt? Ich dachte, wir haben das behoben. Ich dachte, genau das Problem haben wir behoben. Wir haben es auch behoben. Guck mal, Freunde. Immer erst alles so ein bisschen aufwühlen. Der City Editor. Weil wenn wir jetzt Continue drücken, denkt er die ganze Zeit, die CD ist eingelegt. Das ist der Trick, den wir angewandt haben. War nur ein Jumpscare. Ist so. Hallo, Ben.
Tag. Hallo. Wie geht es, Catherine, heute? Unverändert. Verdammt. Dieser Kerl ist der Teufel persönlich. Fragen Sie, ob er McNotter kennt. Ben, kennst du diesen McNotter? Ein Bulle, wie es hier heute zuhauf gibt. Einer von der Sorte, die jeden verhaften, der ihnen in die Quere kommt, seit das neue Prämiensystem eingeführt worden ist. Aber er ist etwas aggressiver als die meisten. Das ist bekannt, aber weißt du auch was über seine Vergangenheit? Er hat 6 Menschen im Laufe seiner Dienstzeit getötet, jedes Mal unter zweifelhaften Umständen. Wo der auftaucht, gibt's Ärger. Ich würde mich nicht mit ihm anlegen. Verstehe. Der Polizist McNotter hat als Polizist 6 Menschen umgelegt. Wieso darf der noch arbeiten? Ja! What the fuck? Fragen Sie, ob er sich an den Warford-Mord erinnert. Mord. Haben wir nicht einen Artikel über den Warford-Mord? Ja, das waren diese Cyber-Architekten. Die wohnen in der Nähe vom alten Center Park. Einer von denen hat Hamilton Warford eine Kugel in den Kopf gejagt. Das Einzige, was fehlt, ist das Motiv. Die Polizei hat in ihrem Häuschen einen Haufen Geld gefunden, aber es gibt keinen Hinweis auf einen Raub. Hm. Fragen Sie, ob er schon mal von Joey Falconetti gehört hat. Du einen gewissen Joey Falconetti, Ben? Also irgendwie kommt mir der Name bekannt vor, aber ich kann ihn nicht unterbringen. Good to know. Und dann können wir uns jetzt nur noch verpieseln aus dem Büro. Alright, alright, alright. Interesting enough. Spannend, spannend. Das Einzige, was ich für mein Gameplay gerne noch ändern würde, ich spiele das gerade auf so einem ganz kleinen Fenster auf meinem Desktop. Das würde ich beim nächsten Mal, wenn wir das spielen, noch ein bisschen größer machen. Es ist doch ein bisschen klein. Aber ich muss zugeben, was ich jetzt direkt nach den ersten paar Minuten des Spielens hier schon sagen kann, das Game hat einen extrem geilen Charme. Also dieser interaktive Film, den man jetzt hier quasi die ganze Zeit daddelt, mega interesting. Finde ich voll interessant und cool. Jake, falls mir etwas zustoßen sollte, kümmere dich um die Kristalle und folge dem Licht. Oh! Hinweis, Hinweis, Hinweis! Wir haben einen Brief gekriegt. Folge dem Licht. Kümmere dich um die Kristalle und folge dem Licht. Das ist unser erster Hinweis für die Kristalle, dass wir wissen, was wir damit machen müssen. Ein Computer mit Docker. Von denen kann man nie genug haben. Da können wir rein? Virtual Dynamics Betriebssystem. Cyberspace verlassen. Das ist doch das neue Doom. Technik-YouTuber-Intros in 2012. Einfach komplett hops genommen. Warp Space? Virtual Herald. Virtual Herald? Was ist das? The latest news and information wherever you are in cyberspace. Mord in Borrowery. Der Torso des Reinigers zerfetzt. Das Schlimmste, was ich je gesehen habe, sagt Detektiv McNotter. Das war bestimmt selber, der Hund. Virtual Herald, 18. November. Das ist eine kranke Mutter, sagt McNotter. Opfer Nummer 3. Renee Stein in ihrer Wohnung übel zugerichtet. Nachbarn merkten nichts vom Kampf. Ja, das ist ja der letzte, den wir mitbekommen haben. Weitere schockierende Fotos. Zerfetzt. Ripper schlägt in Soho zu. Morden Bowery, okay. Also das sind quasi die 3 Opfer, die wir jetzt kennen und mitbekommen haben. Interesting. Wie kommen wir hier wieder raus? How can we go away here? Escape? Ja. Nachrichten sehen aus wie Werbung, die deinen PC 30 Viren verpasst. True.
Ah, eine Spinne, hallo. Virtuelle Bibliothek. Hey, eine virtuelle Bibliothek. Alter, dieses Spiel ist so over the top, ne? Junge, was ist das hier? Junge, was? Wow, mein Mikro ist umgefallen. Huch. What the f... Also irgendwelche Entwickler hatten hier auf jeden Fall sehr viel Spaß bei. Warum fällt mein Mikro jetzt die ganze Zeit? Don't do that. Ich könnte Ihre Hilfe gebrauchen. Sie sind als Mensch anwesend, nehme ich an. Das sind wir hier alle am Service-Counter. Die Bücherei beschäftigt keine schlauen Kobolde als öffentliche Schnittstelle. Sie lesen nicht viel, wie? Ich lese gar nicht. Fragen Sie, ob sie Renée Stein in letzter Zeit gesehen hat. Haben Sie in letzter Zeit eine Frau namens Renée Stein gesehen? Sie befindet sich in unserer Kartei, aber sie hat nichts ausgeliehen und ich kann mich nicht erinnern, dass sie hier war. Polizei ihr Fragen über Renée Stein gestellt hat. Polizei Ihnen Fragen gestellt? Das hat sie, aber ich konnte Ihnen nicht viel erklären. Sie kopierten alle Dateien aus dem viktorianischen Stammverzeichnis. Demnach wurde hier seit dem Mord an Stein nichts verändert. Das nehme ich an. Ich habe jedenfalls nichts mitgenommen. Ey, Könnte Renée Stein sie hier gelassen haben? Können Sie mir mit dieser Karteinummer weiterhelfen? Tut mir leid, diese Nummer ist ungültig. Es sieht so aus, als hätte Stein die Referenzmatrix geändert, aber ein unbekanntes Buch wurde ausgegeben. Wenn Sie mir die Karteinummer entschlüsseln, kann ich Ihnen weiterhelfen. Was? Also wir müssen das gerade entschlüsseln. Wir sind gerade in der Bibliothek, um das am Anfang schon mal mitzunehmen. Woher kennen die meine E-Mail-Adresse? Fuck. Es geht auf jeden Fall um rstein@trigger.4202. Heißt das HC5558N? Ist das richtig? I don't know. Anscheinend nicht. Ich hätte jetzt gedacht, weil der Trigger 4202 ist der gleiche wie bei Sparks unten. Aber egal, was ich eingebe. Wir sind noch in Akt 1, ja. Sie sollten sich das wirklich ansehen, Quinlan. Es könnte wichtig sein. Ja, mit Sicherheit ist das wichtig, aber das werden wir uns dann mal bei Zeiten ansehen. Alright, wir haben sehr, 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 sehr viele offene Knotenpunkte und finden immer wieder neue Knoten. Ja, alte Spiele bringen einen ein bisschen um. Aber ist auch interessant. Weil die Spiele nimmt man halt ganz anders wahr. Cyberspace verlassen. Es ist wild. Es ist wild. Exit. Alright. Schön hier gewesen zu sein. Halleluja, ey. Absolute wilde Nummer. Okay, wir haben ja noch verschiedene andere Schreibtische. Nochmal einmal kurz zwischendrin speichern. Ne? Und wenn du nicht mehr weiter wusstest, hast du halt Pech gehabt. Ist so. Das denke ich mir richtig häufig bei Spielen, die neu rauskommen. Stellt euch vor, ihr spielt nur Spiele, die komplett neu rauskommen. Like, was willst du tun? You can't do anything. Okay, man kann hier rechnen. Der Sinus von 4. Ein Taschenrechner, Freunde. Tolle Nummer. Catherines Adressenkartei. Eine ausgezeichnete Fundgrube für Hinweise. Okay. George Rhodes. Shoho Windle. Iris Steele. Lou Brennan. Rachel Mull. Salt Beatty. George Rhodes. Okay.
Nee, Mega Man. Definitiv noch nicht. Alles gut. Und heute gibt es Komplettlösungen zu Sachen wie Animal Crossing. Ja, man muss ja auch wissen, was man denen sagen muss, was die hören wollen, damit man seine Frisur kriegt. Da. Das ist wichtig. Cam Freeze. Huch. Und ich drehe mich hier die ganze Zeit im Kreis. Upsala. Mal gucken, ob wir das so schon schnell fixen können. Wunderschön. Das mit der Frisur ist im Neuen aber gar nicht mehr so. Finde ich tatsächlich auch ganz gut so. Dass es nicht mehr so ist. Dass man jetzt so ein bisschen mehr freie Auswahl hat. Ich meine, hatte man da ja irgendwo in a way auch, aber... You know what I mean. Cam has been revived. Hell yeah. Kann ich mir nichts angucken. Ich kann wirklich nur nach links gehen wieder. Das ist auch ein bisschen komisch, ne? Können bis hier hinten laufen, aber dann kannst du nichts machen. Aua. Thomas, hör auf. Übrigens, auch nochmal mit Sentence einfach kurzer Shoutout, Thomas. Dass du einfach damals, das wusste ich ja gar nicht, ich dachte, du hast einfach rote Joy-Cons. Du hast dir ja damals sogar die Super Mario Odyssey Switch geholt und hast uns die geschickt. Bro. Die roten Controller sind der absolute Wahnsinn, weil die nicht so knallig rot sind, sondern so einen Metallic-Look haben. Ultra heftig. So, wir haben jetzt auch noch Soaps Tabakladen. Den hatten wir vorher auch noch nicht. Den haben wir jetzt quasi auch über die Dings gesehen. Über die Karteikarten gefunden. Aber Freunde... Für den ersten Einstieg, weil gerade dadurch, dass wir gerade in diesem komischen Cyberspace sind, das muss ich kurz sacken lassen. Möchte ich das erstmal als kleinen, verwirrenden Einstieg dalassen. Für Ripper. Heilige Mutter. Was ein absolut wildes Spiel. Aber ich bin sowas von dabei und sowas von gespannt, ob wir das zusammen durchgespielt kriegen. Das werden noch sehr, sehr wilde Streams. Halleluja.